Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge in Russian Fishing 4. Heute, ja, sind wir mal wieder an der Sura. Und was geht an der Sura? Pff, keine Ahnung, nix. Ist natürlich Blödsinn. Nee, an der Sura lübt momentan schön einsteigerfreundlich auf kleinere Fische. Aber man kann natürlich auch hier auf Karpfen und Co. irgendwie gehen und testen. Ich stand jetzt in den letzten Tagen mehrfach hier auch mit meinem Lüden-Account. Und zwar stand ich einmal da drüben in dem Bereich. Und ich stand einmal hier. Genau, da ist so das Geschlonze. Da drüben war übrigens übelst gefährlich. Da sind nämlich auf meine kleinen 6-Kilo-Stippen die dicken, fetten Schuppis reingegangen. War ein bisschen tricky. Ich war eigentlich auf der Suche nach Rotfedern. Und was findet man hier? Und was kommt auch für eine Meldung, auch im Discord, zum Beispiel vom Devilus, der da übelst, hier im Chat ist er auch gerade wieder, der Lümmel, der da übelst Gas gegeben hat und über 18 Trophies gefangen hat. Rotauge, Alter. Volles Met auf Rotauge. Und ich baller hier einfach mal raus. Zack. Alles schon fix und fertig eingestellt. Zack. Nächstes Ding raus, Bremse runter. Warum ist das hier schon alles bei mir fix und fertig eingestellt? Hat der Typ das etwa schon probiert? Normalerweise ist er da doch blind immer dran. In dem Fall muss ich sagen, ja, der hat das schon ausprobiert. Denn der hat die gesamte Aufnahme schon gemacht, vor Stunden. Aber irgendwie hat mein Rechner abgespackt und es war völlig laggy und man konnte... das ganze Bild und alles war und naja, alles gerendert und für einen Eimer. So, nichtsdestotrotz, gleiche Stelle, die Routen, die am besten funktioniert haben. In der anderen Aufnahme habe ich es probiert, auch nochmal mit der Stippe. Mit der Stippe kann man machen, kann man sich hier hinstellen. Ich hatte ausprobiert 50 cm Tiefe, 60 und 80 cm Tiefe und ich muss sagen, es hat alles funktioniert. Das Einzige und das Schlimme beim Stippen auf Rotauge ist das Rotauge. Denn das verdammte Rotauge an der Stippe kann sich ingame-mäßig stundenlang nicht entscheiden. Du hockst hier rum und die Pose zuppelt, also es ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das so sein soll, ob das ein Programmierfehler ist, was auch immer. Völlig durch. Also auf der Stippe mit Rotauge kriege ich einfach nur Puls. Ich habe dann gewechselt hier auf das leichte Setup. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade mit einem 4-Kilo Setup unterwegs. Also keine Ausrede für irgendjemanden, der sagt, ich kann mir das nicht leisten oder so. Kann sich jeder leisten mit den Basis-Einstiegsrouten. Hier im Level, was ist das, 24er Gewässer an der Sura kann man einfach hin und Kohle machen und Trophies fangen. Und wenn man so viel Trophies fängt, dann ist die Super-Trophy eigentlich auch nicht fern. Einfach mal versuchen auf Super-Trophy, während das jetzt hier so bimmelt. Bauen wir uns nochmal schön eine Mische zusammen hier. Rotaugenmische. Auch das ist so ein Dingen. Da kann man, wenn man Level 24 ist, auch mal so langsam mit anfangen, in Futtermische ein bisschen Geld zu investieren. Vorher sollte, würde ich sagen, muss man da noch nicht großartig Geld rein investieren. Da hat man andere Sorgen. Da muss man sich nämlich gute und teure Rollen und Routen und weiß der Geier was leisten. Und da sollte man eigentlich nicht vorher sein Geld rauspulvern für so olle, räudige Bällchen, die man eh nicht wirklich nutzen kann am Anfang. Von daher, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt mit Level 24 plus.
Da kann man das gut machen. Und wenn man dann hier mit der Rotaugenmische gerade anfängt, zack, dann kann man die auch gleich direkt verwenden. Na, ist da schon mal drauf? Da ist tatsächlich schon mal drauf. Jawolski. Erstes Rotauge gefangen. Ich habe gar nicht geklippt. Hab ich, oh doch, ich habe doch geklippt. Ich weiß gar nicht, wie weit. Muss ich gleich mal gucken. Da war noch ein Clip drin. Raus damit mit der Rotaugenmische. Wir wollen die ja richtig wuschig machen. So, da haben wir. Und dann stellen wir uns hier mal so entspannt hin und ballern die. Ah, schon fast zu weit. So, 2, 3, 4, 9, 10. So, 10 Bällchen im Wasser. 10 Bällchen im Nass. Das bedeutet, dieser Spot ist jetzt maximal aktiviert. 10 Futtermischen, maximale Lockwirkung und dann natürlich auch für die Zeit von 13 Stunden aktiv das Ganze. Das heißt, in der Zeit braucht man es eigentlich nicht mehr nachfüttern. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nach einem halben Tag kann man vielleicht nochmal 2 nachlegen oder sowas. Aber normalerweise sollte das ab jetzt reichen. Der Spot ist aktiv und dann gib ihm. Also, gehen wir mal rein hier ins Setup. Wie ist das Ganze denn hier jetzt zusammengebaut? Natürlich wieder auf meinen geliebten Winkelpickerrouten, die Idealroute für kleine Fische, weil sie eben hier diese ganz zarte und sehr empfindliche Spitze hat, die man da einstellen kann. Hier oben, da sieht man das dann immer. Da kann man dann mit den verschiedenen Spitzen sozusagen die Empfindlichkeit so ein bisschen einstellen. Wobei letzten Endes der Fisch beißt eh. Aber es ist halt ideal für kleine Fische und für diese Montagearten plus 2 jeweils auf die Montagearten ist das natürlich zusätzlich perfekt, dass man dann damit auch noch, ja, vielleicht nochmal eine höhere Chance sogar hat auf Trophies. Also eingestellt ist das Ganze hier jetzt mit 4 Kilo, das heißt meine Schnur, mein Vorfach, also meine Schnur ist mal wieder Fluorocarbon komplett. Das heißt, wenn ihr hier mit einem kleineren Setup unterwegs seid, ihr könnt natürlich auch mit einer geflochtenen Schnur hier rangehen und einem Fluorocarbon-Vorfach oder einfach eine Monoschnur. Monoschnur muss nicht zwingend mit Vorfach sein, ist aber vielleicht im Idealfall doch noch besser. Dann auch wieder so, ich sag mal so zwischen 3 und 5 Komma. Das Vorfach wählen und dann passt das schon. Relativ großer Haken und Käse, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen, aber doch, Käse lübt. Zack. Der Käse ist es. Und ja, mit dem großen Viererhaken kriegt man auch tatsächlich ganz gut, oh, der ist ausgeschlitzt, ganz gut die dicken Brocken hier ran. Jetzt gucke ich aber gerade noch mal eben. Auf was habe ich denn, ist denn hier geklippt, Alter? 10 Meter? Nee. 9 Meter? Kann das sein? Naja, so 8, 9 Meter rum. 8, 9 Meter rum ist hier der Clip. Also für alle die, ne? Clip und so. Also 8, 9 Meter. Vorhin hatte ich schon mal eine Trophy gefangen. Das war dann nachts mit 1,4 Kilo. Schön dicker Brocken. Ich hoffe jetzt natürlich auch auf eine weitere Trophy oder auf mehrere. Nehme ich gerne mit. Gucken wir einfach mal, was da geht. Wie gesagt, da drüben an der anderen Seite, da war es zum Teil fast gefährlich. Heieieiei. Fast gefährlich, weil da echt dicke Brocken reingegangen sind. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich hier vor Jahren auch schon Schuppenkarpfen geangelt habe an der Stelle, dann natürlich eher mit Kartoffel, beziehungsweise das war dann auch da ganz hinten, gucken wir mal, hier oben in diesem Bereich eher, also hier in diesem Tümpel an der Sura kann man wirklich gut starten, wenn man sich noch nicht zwingend auf die ganz dicken im Hauptstrom einlassen will, weil man ein bisschen Angst davor hat, dann einfach hier an den Tümpel gehen,
Einfach das mal ausreizen, vielleicht mal gucken und probieren. Und dann vielleicht auch noch ein paar dicke Karpfen rausziehen. Apropos Karpfen, es gibt neue Karpfen-Shirts im Amazon-Shop. Checkt das mal aus. Ich habe unten drunter nochmal den Link reingepackt und das Video. Feierabend-TV Karpfen-Shirt ist jetzt drin. Und ganz neu das Koi-Karpfen-Shirt. Richtig cooles Ding. Schön ein auf asiatisch so ein bisschen. Finde ich sehr, sehr geil. Da muss ich auch nochmal zuschlagen. Aber ich glaube, ich warte nochmal auf ein paar weitere Designs. Und dann hole ich mir da wieder so ein kleines Päckchen mit verschiedenen. Habe ich schon richtig Bock drauf. So, es bimmelt hier fleißig weiter. Und ich ziehe jetzt hier erstmal noch ein paar Rotaugen raus. Zack. Und sollte sich da irgendwie was Dickes verirren oder sowas, gucken wir natürlich nochmal rein. Aber bis jetzt geht es eigentlich erstmal nur darum, dass hier auch Frequenz ist. Das Durchschnittsgewicht ist top. Es, ja, Frequenz ist auch da. Ausgeworfen, sofort wieder da. Also zieht raus die Brocken. Ich angle jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter und dann gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an. Oha. Erstes Gezuppel auf dem Einserhaken in der Mitte. Erstes Gezuppel, bisher noch gar nichts. Also von der Frequenz her und vom Gezuppel würde ich sagen, ist es schon mal kein Karpfen. Aber vom Gewicht her ist es auch nicht der Burner. Dafür war es die ganze Zeit bloß eine echt niedrige Frequenz. 700er. Wenn die Frequenz natürlich höher wäre, wäre das nicht so schlecht. Höhere Frequenz wäre okay. Im Vergleich dazu, der 12er Haken, deutlich kleiner. 400er. Tja, ob man das alles so pauschal machen kann, man müsste regelrechte Listen führen, ne? Und dann tausende von Fische ziehen, ey. Oha. Ja! Das war aber ein bisschen unerwartet jetzt, Alter. Schön 1,2 Kilo. Das ging relativ flott rein, ey. Jo, mitnehmen. Erste Trophy im Sack. Das war jetzt hier auf dem 6er-Haken. Also, 6er-Haken hat's gemacht. Die letzte Trophy, 1,4 Kilo, war auf dem 4er-Haken. Aber immerhin eine schon wieder im Sack. Weiter geht's. Oh, das ist aber ein sehr kleiner Haken jetzt. Sehr kleiner auf dem 12er. Na, also 12er. Ich glaube, am ehesten schmeckt mir 6er. 6er Haken. 4er Haken. 1er. Ja, bin ich gespannt. Ey. Wenn es natürlich auf dem 1er Haken hier in der Mitte die Super Trophy reinballert, Alden. Dann eigentlich nur noch Rotaugen auf 1er Haken. Das ist ja wohl klar. Tatsache, Alter. Bisschen gewartet. Alter, der zuppelt jetzt aber hart hier. Und geht doch schon rein. Na, guck mal da, ey. Ui, ui, ui. Oh, und die nächste. 1,4 auf dem dicken, fetten Einserhaken, Alter. Ja, geil, ey. Next. Ich werd weich, Alter, ey. Ich werd weich, ey. Zack. Lübt der Lachs. Also, 12er Haken kommt weg. Viel zu klein. Wir wollen ja die dicken Rotaugen. Und ich baller jetzt hier. Komm, ballern wir doch mal einen fetten 1er Haken groß drauf. Käse drauf. Viel hilft viel, Alden. Und dann raus damit. Ach, perfekt, ey. Schön die dicken Brocken am Ziehen hier. Was sagt denn die Uhrzeit eigentlich? 25 Minuten schon am Wasser, zwei Trophys gefangen. Ein kleiner Schuppi war sogar zwischendurch drin. Aber bisher alles schön maßige Brocken. Ich bin auch sehr gespannt, was gleich der Kescher sagt nach einer halben Stunde. Schauen wir mal. So,
Und weil es ja so gut läuft, kann ich ja schon nicht anders. Ich muss direkt weiter rumexperimentieren. Was habe ich gemacht? Ich habe hier gerade eben, Alter, ausgeworfen sofort der Biss. Hier gerade eben ein anderes Vorfach dran gemacht. Alter, okay, 400 Gramm, das ist jetzt nicht der Burner. Sechser Haken, 400 Gramm. Und zwar habe ich hier das Microbraid-Vorfach dran mit 2,8 Kilo. Das heißt, das Rotauge wird hier schon hart reingehen. Und in dem Moment sehe ich hier gerade im Chat, der Neo zieht hier gerade ein Rotauge mit 1,6 Kilo sogar. Uff, ich glaube, das auf so einem dünnen Vorfach, da hast du einen Drill an einem Rotauge. Mega gut, ey. Habe ich Bock drauf, ich bin sehr gespannt. Was sagt die Zeit? Haben wir noch ein bisschen? Ein paar Minuten haben wir noch. Also abwarten, gucken, ob da noch was geht. Bam, Alter, Falter, jetzt guck dir das an, guck dir das an. Alter, da geht dir sogar eine Schleie dran auf dem Einserhaken. Du kannst dir den nicht ausdenken. Und jetzt hier in den Abendstunden wird es sogar nochmal richtig wild. Alter, ey, 500 Gramm und das nächste auch noch. Das ist aber nett, dass die mir hier so zum Ende nochmal ein bisschen Frequenz reinballern. Oh ja! Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Ey, du ist ja der Hammer, ey. Zack, das nächste Ding. Nummer 3. Alter, lübt der Lachs. Und das in der 29. Minute hier. Lübt. Wildes Ding, Alter, Falter. Richtig, richtig geil, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was das denn so an Kohle gebracht hat bisher in den 30 Minuten. Und dann muss ich hier schnell wieder hin. Im Fischmarkt angekommen. Gucken wir mal eben, was wir hier haben. Insgesamt sind das 28 Fische und 83 Silber in 30 Minuten. Perfekt. 3 Trophys gefangen. Was willst du mehr? Pro Trophy um die 10 Silber. Lübt ganz gut. Hier ein bisschen Beifang. Ansonsten alles maßige Fische. Ganz, ganz wilder Scheiß. Ich renne schnell wieder zurück. Also schnell wieder zurück hier, beziehungsweise weiter geht's. Und hier bimmelt es auch schon. Ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Es lübt ja hier heute an den Spot ganz fantastisch. Ein dicker Brocken nach dem anderen, so soll das sein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Und wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und Petri, bis zum nächsten Mal.